Da sind wir wieder bei Mega Man. Wir stehen mal wieder vor den Robot Mastern und ja, dieses Mal werden wir es schaffen, ich weiß es. Okay, eigentlich werden wir jämmerlich versagen. Weil ich auch wieder viel zu nervös bin. Stirb, Bomben, du bist scheiße. Jetzt haben wir eigentlich schon wieder fast keine Chance mehr gegen Fireman. Und das finde ich blöd. Ziemlich blöd sogar. Guck mal, der schießt dreimal. Wie's? Der schießt unendlich oft, ey. Dem kann man nicht ausweichen. So Bomben-Heino. Ich könnte mal gucken, ob vielleicht eine andere Waffe effektiver ist. Man weiß ja nie, eigentlich ist zwar Feuer seine Schwäche, aber. Na Guts können wir ja nicht ausprobieren. Eis, da war gut. Guter Versuch. Cut. Nee. Ist glaube ich ein wenig effektiver, aber nicht so effektiv wie der gute Feuer. Attack. Kack. Das gleiche versuchen wir jetzt auch nochmal bei. Oh Gott, da ist eine Bombe gleich daneben uns bei Fireman, auch wenn. Ey, die Bombe ist weg. Cool. Auch wenn das wahrscheinlich nichts hilft. Nee. Nice. Guck mal, und dann kommt noch unter uns Feuer und dieser Gegner ist scheiße. Oder bilde ich mir das mit diesem vielen Feuer nur ein? Das ist eigentlich nur irgendwie so ein flimmerndes Abbild und das ist wegen der Sprite Limitation, kann auch sein, aber. Ich glaube, das ist einfach nur Arschigkeit. Mit seiner eigenen Waffe brauchen wir eigentlich gar nicht erst versuchen, gegen ihn anzutreten. Pam. Guck mal, das geht nicht, da können wir nicht. Ach, hört mir auf, ey. Der Gegner ist scheiße. Das ist wirklich nur Fireman. Der Rest ist besiegbar. Weil man den ausweichen kann. Jetzt müssen wir schon wieder hier die ganze Stage machen. Das ist einfach nur scheiße und frustrierend und kacke und. Ey, das ist erst recht scheiße, ja. Wenn uns auf immer diese komischen Büchsen hier weghämmern. Jetzt hätte ich wieder gerne ein extra Leben. Okay, da wir sowieso schon wieder short und live sind, versuche ich mal wieder den Weg herauszufinden, unten an das Schuriken ranzukommen. Wir können auch einfach gleich runterfallen und in die Stacheln. Wenn euch das lieber ist. Hallo, das hat doch vorhin auch geklappt. Ey, Aggression! Aggressiv? Ja, ich bin aggressiv, gebe ich zu. Danke, so. Danke für euren Tod, Gegner. Und danke, dass ihr mich schon wieder verletzt habt. Das ist unsagbar kacke. Hallo? Es hat doch. Also, guck das letzte Video. Das hat doch geklappt sonst eigentlich. Och, hier muss ich schon wieder Guts mitnehmen. Diese Säule müsste gar nicht dort sein. Habt ihr das gesehen? Das war kacke. Das war alles andere als nicht. Kacke, es war extreme Kacke. Wie genau die Lücke von den Gutsman-Angriffen den getroffen hat, ey. Ich wusste vorher gar nicht, dass dort überhaupt so eine Lücke ist. Könnte dieser Boden nicht einfach flach sein? Ist das zu viel verlangt? Scheinbar ja.
Robot Masters, eigentlich brauche ich es nicht versuchen, aber wer weiß, vielleicht finde ich ja irgendwie ein Geheimnis raus, wie ich hier. Kann ich mal weiter Bomben üben? Ach, stirb einfach. Ja, natürlich hat uns das noch verwundet. Eis gegen Feuermann, denn Feuermann. Weiß ich nicht, warum er kein Eis mag. Eigentlich schmilzt Feuer ja Eis. Jeder Pokémon-Spieler weiß das. Nicht wahr? Schnell. Hallo, ich will. Der springt doch gleich schon wieder ins rein, wenn ich hier das Menü zumache. Ha, doch nicht. Ja, dann müsst ihr jetzt in Steam irgendwelche Spiele spielen. Das laggt, wenn dann diese Nachricht kommt von wegen Punkt, 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 spielt jetzt das und das. Das muss doch nicht sein. Ich sollte irgendwie alles ausmachen. Guck mal. Das ist unmöglich, dieser Scheiße auszuweichen. Stirb. Cool. Wegkam, ja, Iceman. Da bleiben wir einfach hier drin stehen und schießen mit Blitzen. Und schnell so. So, Gatzkumpel. Bomben. Nein. Ja, dieser Stein ist auch scheiße auszuweichen. Ja, wie nah willst du noch rankommen? Ja. Hallo. Gatzwichser, ey. Nochmal. Ach. Warte mal, ich hab mal einen Plan. Wir versuchen mal gegen Fireman die normale Waffe. Vielleicht ist das ja der Schlüssel zum Sieg. Weil die Eiswaffe doch recht langsam ist, sag ich mal. Oh, ey, eigentlich haben wir uns gegenseitig gekillt. Und nochmal. Toll. Wir kommen ja nicht mal mehr zu Dr. Wily. So erst recht nicht. Große Energie kriegen wir wieder dann, wenn wir es nicht brauchen. Wieso fliegen die Teile auf einmal so langsam? Habt ihr das gesehen? Schuss, Schuss, einfach schießen, 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 schießen. Ah, diesmal hat es wieder geklappt. Lustig. Es gibt auch keine bessere Strategie gegen die Typen. Einfach die entsprechende Waffe spammen. Schon wieder genau die Lücke, ey. Ist doch scheiße. Hier noch ein Gatzstein. Das kann doch nicht wahr sein. Seit wann trifft man den nicht mehr mit Gatz? Dann halt so. Ich sage euch, wenn wir im nächsten Part oder in den zwei nächsten Parts immer noch nicht bei Dr. Wily waren, dann benutze ich mal wieder Freund Glitch. Noch nicht zwingend einen Safe State, aber Freund Glitch. Denn ich kann ja das LP ja eine ewig lang machen. Scheiße, wir haben das M noch ausgerüstet. Ja, stirb durch das M. Ich kessel dich ein. Ich weiß schon nicht mehr die Schwäche von Fireman, obwohl ich gerade 100 Mal gegen ihn gekämpft habe. Ach, nein. Ach, das ist doch scheiße. So ist Fireman schon wieder unschaffbar. Es gibt.
Es gibt irgendwas, was ich bei dem übersehe. Es gibt bestimmt gibt es irgendeinen Weg, seinen Attacken auszuweichen. Ich krieg das aber nicht hin. Bam, tot. Vielleicht müssen wir aggressiv auf ihn zugehen und hinter ihn springen. Ich versuch's dann mal. Ich meine, mit einem Leben würde... Da kommen wir vielleicht zu Dr. Wily und sind eh mit einem Schuss tot von ihm, also... Brauchen wir nicht versuchen. Vielleicht sind wir aber auch gleich nach Bombman tot. Ich glaube, aggressiv zu gehen auf ihn ist die Lösung. Man schießt er nur einmal, dann spammt er uns mit dieser Attacke. Schön, dann kann ich dann noch mal gleich gegen Gutsman üben, denn der ist dann noch ein Problem. Wenn wir erfolgreich an Fireman vorbeigekommen sind, müssen wir uns nur noch irgendwie schaffen, nicht von Gutsman getroffen zu werden. Und das ist genauso schwer schon fast, weil eben seine Steine fast zu groß sind zum Drüberspringen. Die Bomben kacke sind. Guck mal. Der macht uns schon einen Hit rein. Hallo. Ja, gut, er springt zurück. Er macht uns schon, wie gesagt, einen Hit rein. Da sind wir noch gar nicht aus der Kapsel raus. So. Okay, da könnten wir die Chance eigentlich auch nochmal gucken, ob vielleicht irgendeine andere Waffe gut gegen Wily ist. Glaube ich nicht, aber. Ich denke mal, der normale Schuss oder das Elektteil ist am besten. Mal Eis, bitte. Wann hilft uns mal Eis dabei, einen Gegner zu besiegen, außer bei Fireman? Die Szene dieses UFOs ist sinnlos. Ja, ein Schaden halt. Ein Schadenspunkt, wie jede andere Waffe auf ihn macht. Feuer hat jetzt auch nicht wirklich mehr gemacht, oder? Hab nicht hingeguckt. Cut vielleicht noch, aber wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich nur so viel wie die anderen Waffen. Boah. Ich muss aufstoßen, das ist ungeil. Ungeil vor allem im Video. Stirb, sterb, nein. Weg, weg mit euch. Nein! So. Gutsman. Der Gutsman. Der gute Alte. Fuck, diesmal hat sie den Stein überhaupt nicht gespalten. Habt ihr das gesehen? Kommt, der sterbt einfach, danke. Nein! Ich konzentriere mich schon auf den Kampf gegen Arschlochgegner. Rage. Ja, oh nein, oh, schade, ich bin ja runtergelaufen, oh. Diese Gegner sind kacke. Die sind der letzte Scheißdreck. Mal. Wir haben eigentlich schon verloren, guck mal. Mir ist egal, die Sterne. Ich habe keinen Bock, jetzt dauernd noch zu Gutsman zu wechseln. Och, Energie, wie nett, es war aber wenig.
dumme Wichsgegner. Wie kommt man denn nur dran dort unten? Das ist irgendwie schon fast unmöglich. Dieses Level. Sollten wir jemals zu Dr. Wily mit sowas wie einem Leben überkommen, ey, dann tanze ich hier. Das könnt ihr dann zwar nicht sehen, aber... Wir kommen ja auch gar nicht dazu, den Wily zu üben. Weil wir immer vorher... Wir haben vielleicht einen Versuch. Und dann müssen wir... Verrecken wir und dann müssen wir die ganze Stage vorher nochmal machen, inklusive Robot Masters. Und besonders das hier, dieser Part, regt auf. Warum müssen wir das dauernd nochmal machen? Warum muss denn vor den Typen überhaupt noch so eine Stage sein? Vor allem mit diesem scheiß Katzmann-Lift dort. Mit einem Vollauffüller und einem Leben dabei. So die man niemals rankommt. Das ist einfach nur beschissen. Wer sich das ausgedacht hat. Ich schwöre euch. Ich gehe zu Nintendo. Nee, Momentchen mal. Könnt ihr mal mir in die Kommentare schreiben? Ich kenne mich jetzt nicht so gut damit aus. Da könnt ihr, die Zuschauer, werdet ihr zwar eh nicht mal rausfinden, wer Mega Man erfunden hat bei Capcom und ob er noch lebt. Und sollte er leben, werde ich ihn umbringen. Wenn er schon tot ist, werde ich sein Grab schänden. Leute, das sage ich euch, da mache ich ein Video von. Da werde ich extra, wer weiß, wo er begraben ist, nee, Bomben noch nicht, dorthin pilgern und dann seinen Grabstein anschmieren und bepissen und was weiß ich. Mach ich das dann wie eine Pilgerreise, nicht nach Mekka, aber nach, blöde Scheißwurst, ey, dummer Gegner. Übrigens, wenn ich ihn umbringe und dann aus dem Gefängnis komme, werde ich sein Grab auch schänden. Yay. Boah, wir machen schon wieder Überlänge, aber das ist mir jetzt auch egal. So, wir wissen, aggressiv auf ihn zugehen. Aggressiv! Dann weicht er nämlich zurück und wir haben mehr Chancen, ihn zu hitten. Ohne dass er uns hittet, aber wir sind trotzdem tot. Nein, wir sind noch nicht ready. Nein, okay, es geht noch nicht los. Nein! Ich will doch erstmal den... Ach, Gott sei Dank.